Du willst eine Immobilie finanzieren, das sagt dir deine Bank nicht. Jeden Tag kommen Leute auf mich zu und befragen mich zum Thema Immobilienfinanzierung. Eine der ersten Fragen ist zumeist, welchen Zinssatz kannst du mir anbieten? Daraufhin entgegne ich in der Regel, dass ich dafür viel mehr Informationen benötige. Aber warum kommt diese Frage eigentlich jedes Mal? Ganz einfach. Die Banken haben über die Jahre die Kunden systematisch dazu gebracht, nur auf den Darlehenszinssatz zu achten und dabei viel wichtigere Dinge völlig außer Acht zu lassen. Denn was bringt dir der beste Darlehenszinssatz, wenn das Darlehen ansonsten gar nicht zu dir und deinem Leben passt? Eine Immobilienfinanzierung läuft in der Regel über 30 Jahre. Fakt ist, ein Darlehen ist viel komplexer als nur der Zinssatz und die Tilgung. Etwa die Zinsbindung, also wie lange wird in dem Darlehen der Darlehenszinssatz für dich festgeschrieben? Ein Beispiel dazu. Wer 2018 ein Einfamilienhaus finanziert hat, konnte teilweise einen Zinssatz von nur 1% bekommen. Also extrem wenig. Wenn man da nur auf den niedrigsten Zinssatz geachtet hat, hat man meinetwegen die 1% über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren festschreiben lassen können. Anstatt zum Beispiel 2% über einen Zeitraum von 20 Jahren. Jetzt haben wir 2023 und die durchschnittlichen Zinsen liegen bei 4 bis 5%, also deutlich höher. Das bedeutet, dass man heute viel mehr für das gleiche Darlehen zahlen muss, wenn man es neu abschließt. Wer also 2018 zu 1% finanziert hat, muss jetzt die Restschuld neu finanzieren, und zwar zu 4 bis 5%. Das bedeutet, dass sich viele das Darlehen nicht mehr leisten können und im schlimmsten Fall sogar verkaufen müssen. Glaubst du also, dass es nur auf den Zinssatz ankommt? Like das Video und ich gehe auf noch mehr Mythen aus der Immobilienwelt in Zukunft ein.